fake Creed Aventus. Oh yeah, bote. A let's play a game. Nummer 1, am auffälligsten bei der Nummer 1 logischerweise die Infobroschüre, also die zweite, der hat nur eine, aber nicht so zwei. Und sein Stöpsel ist komplett schwarz. Die anderen haben oben so eine silberne Kappe drauf. Der hier ist durchgehend schwarz. Nummer 2 sieht eigentlich genauso aus wie Nummer 3, oder? Wir haben zwei Broschüren, das ist, der Verschluss ist gleich, bla bla bla. Aber pass auf, weißer Hintergrund. Nummer 2 hat ein schwarzes Logo und Nummer 3 hat ein transparentes Logo. Welcher deiner Meinung nach ist hier also original und welcher ist fake? Nicht hier vom Offensichtlichen manipulieren lassen, nur weil hier die zweite Broschüre fehlt und der Stöpsel schwarz ist, oder? Ist es wirklich so einfach? Ist das der Fake? Aber wieso hat der ein transparentes Logo und der ein schwarzes Logo? Was denkst du? Schreib in die Kommentare, was du denkst.